Mein Name ist Karl und ich bin Geschäftsführer von der Firma Spirolix. Wir sind ein regionales Unternehmen, das in Österreich Algen züchtet. Das Besondere ist, dass wir nachhaltige, gesunde Lebensmittel machen, die auch gut schmecken. Bei der Herstellung der Spirulina-Alge war natürlich die Herausforderung technischerseits, einmal Produktionssysteme zu entwickeln, die sehr naturnah sind und trotzdem alle Anforderungen an eine hohe Qualität erfüllen. Aus Klimaschutzgründen ist es deswegen toll, weil die Alge sehr ressourcenschonend hergestellt werden kann. Das heißt, man braucht wenig Fläche, wenig Energieinput. Und das Zweite, aufgrund der Ernährung, weil es sehr gut aufgrund der Nährstoffdichte in die zukünftige Ernährung passt, wo man gewisse Lebensmittel aufwerten kann damit. Das ist auch unsere große Herausforderung, zu zeigen, was Spirulina eigentlich kann. Ja? Wie groß das Betätigungsfeld der Zukunft sein wird. Und das ist spannend für uns, weil wir auch sehr stark in Produktentwicklung arbeiten. Das Netzwerk Algen in Österreich ist deswegen wichtig, weil es ja nicht so viele Akteure an Algen gibt und das quasi die Verbindung ist, das Interface zur weiten Welt.